herzlich willkommen mal wieder zu einer Manga-Review. Und zwar habe ich es endlich gelesen, und zwar Dragon Ball Band 1. Es gibt, glaube ich, kaum eine Serie aus dem Fernsehen, die meiner Generation so gehypt wurde wie damals. Müsste so Ende der 90er, Anfang 2000er gewesen sein, Dragon Ball Z. So gefühlt, damals bin ich noch zur Schule gegangen, hat die komplette Schule Dragon Ball Z geguckt und von allen Seiten wurde damit zugelabert: Boah, hast du gestern Dragon Ball gesehen? Damals lief es also Ende 90er, Anfang 2000er auf RTL 2. Ich meine, das war so 19.40 Uhr rum, los vor Dragon Ball Z lief halt Dragon Ball. Und das wiederum kam in diesem Nachmittagsfernsehprogramm, dass wenn man von der Schule nach Hause gekommen ist, Fernseher direkt angeschaltet hat, man dann ein paar Folgen Dragon Ball gesehen hat. Als ich mich dann mit der Materie damals ein bisschen mehr auseinandergesetzt habe, beziehungsweise vom Freund erzählt bekommen habe, dass das komplett zusammenhängt und dass in den Comics quasi das ganze Ding komplett unter Dragon Ball läuft, sprich, dass Dragon Ball Z zu circa bei Band 17 anfängt, war für mich von Anfang an klar, alles klar, wenn ich mir das irgendwann mal reinziehe, werde ich mir die Mangas holen und dann komplett alle ein Stück lesen. Weil bei der Dragon Ball Serie, die halt im Nachmittagsprogramm gezeigt wurde, ist halt die Sache, dass man viele Sachen rausgeschnitten hat, um sie kindgerechter zu machen und. Ich weiß zwar nur, dass man rausgeschnitten hat, ich wusste jetzt nicht genau, was man rausgeschnitten hat, allerdings fand ich das dann schon so blöd, dass das dann doch so zensiert ist, dass für mich halt von Anfang an festgestanden hat, wenn, wie gesagt, das Original und dann natürlich direkt alle am Stück. Hatte total Bock drauf, nachdem ich beim Lars gewesen war, und der Lars und ich, wir haben ja leider diese Tendenz dazu, uns immer gegenseitig mit etwas anzustecken, dass der andere dann auch direkt loslegen muss. Und der Lars hatte diese Dragon Ball SD Bände, das sind die kolorierten Bände, die der Anime-Serie nachempfunden sind, die schon total cool aussahen von den Zeichnungen und so weiter, so dass ich das, wo ich es in der Hand hatte, noch die Dragon Ball Super Bände beim Lars in der Hand hatte, total Bock hatte, mir endlich mal Dragon Ball reinzuziehen. Man muss auch dazu sagen, in meinem Freundeskreis gibt es, glaube ich, keinen, der nicht entweder die Serie gesehen hat oder die Mangas gelesen hat, sodass ich echt schon von Jahren von allen Seiten höre: Zieh dir mal Dragon Ball rein, zieh dir mal Dragon Ball rein und. Und da ich mich die ganze Zeit so ein bisschen verschlossen hatte und damals, wie eben erwähnte, Serie nie gesehen hatte, dachte ich mir, jetzt ist es soweit, Lars hat mir den letzten Funken zum Überspringen gebracht, ich guck mal rein, hat mir dann jetzt ein paar Bände besorgt und demzufolge jetzt den ersten Band gelesen von Dragon Ball. Das Ganze ist im Carlsen Verlag erschienen, vielleicht noch für den einen oder anderen interessant, der damals nicht mitbekommen hat. Dragon Ball ist ursprünglich aus dem Jahr 84 und wurde bis 98, glaube ich, erzählt innerhalb dieser 42 Bände. Jetzt ist, wie gesagt, der Band aus den 80er Jahren bei mir gelandet. Ich habe eine recht neue Auflage davon. Das ist die insgesamt 21. Auflage und aus dem Jahr 2017. Das ist schon eine krasse Zahl, wenn man sich überlegt, dass der erste Band schon 21 Mal aufgelegt wurde. Ich würde meine Hand dafür ins Feuer legen, dass die nächsten Bände nicht so oft aufgelegt wurden. Was ganz interessant ist, ist dann ab Band 17, wo das Dragon Ball Z-Zeit Alter anfängt, wie oft diese Bände aufgelegt werden. Bin ich sehr gespannt, wenn ich dann irgendwann mal die Band 17 erreicht habe, weil ich kann mir vorstellen, dass die Verkäufe ab Band 17 etwas stärker sind als die ab Band 1, wegen der Dragon Ball Z-Thematik normal. Lange Rede, kurzer Sinn, ich habe ihn jetzt gelesen und ich habe mich im Vorfeld gar nicht so sehr mit Dragon Ball auseinandergesetzt. Ich wusste, dass es da diese Dragon Ball Kugeln gibt und dass sie gegeneinander kämpfen. Punkt. Jetzt hier in den ersten Band bekommt man direkt auf den ersten Seiten erklärt, dass wenn man diese 7 Dragon Ball Kugeln zusammenbringt, dass man das dann Shenlong erscheint. Shenlong ist wiederum der Drache auf dem Cover und der erfüllt dann einen Wunsch, und nachdem dieser Wunsch erfüllt wurde, verstreuen sich die Dragon Balls wieder in alle Richtungen, sodass der nächste halt hingehen muss und die ganzen Dragon Balls zusammensammeln muss. Am Anfang der Geschichte nennt man direkt den jungen Son Goku kennen, den man auf dem Cover sieht, der junge Herr, der hinten irgendwie sowas wie einen Affenschwanz oder sowas hat, und der wiederum muss bärenstark sein, weil es kommt direkt am Anfang dazu, dass der hingeht und Baumstämme mit der bloßen Hand zerdrückt, sodass sie in die Luft fliegen und direkt gehackt auf ihnen auf den Boden fallen. Und man merkt direkt, alles klar, der junge Son Goku hat Kraft und davon mehr, als es eigentlich normal ist bei einem Nicht-Menschen, aber bei einem Wesen in seiner Größe, sagen wir es mal eher so. Dann wiederum ein paar Seiten weiter taucht die, ich muss gerade nochmal gucken, wie sie heißt, Bulma auf. Die junge Dame Bulma, die 16 ist, Son Goku ist 14, ist vielleicht an der Stelle auch noch ganz interessant. Auf jeden Fall, die junge Bulma hat schon irgendwie 2 Stück von den Dragon Balls und ist auf der Suche nach den nächsten Dragon Balls und hat so ein Gerät bei sich, das anzeigt, wo ungefähr der nächste Dragon Ball ist, und da hat sie ihr Weg zu Son Goku geschlagen. Son Goku, der total der Hinterwäldler ist und anscheinend noch nie einen anderen Menschen gesehen hat, beziehungsweise das heißt wahrscheinlich, der hat noch nie einen anderen Menschen gesehen, und er lebt halt, wie gesagt, mitten im Urwald, und Son Goku dachte die ganze Zeit irgendwie, dass einer dieser Dragon Balls sein Opa wäre und hat die ganze Zeit mit seinem Großvater geredet, der halt dieser Dragon Ball ist. Als dann die Bulma auftaucht und mit dem Auto um die Ecke gefahren kommt, ist Son Goku total erschrocken und boxt erstmal das Auto um, weil er Bulma zusammen mit dem Auto für irgendein riesiges Monster hält und der ganzen Sache nicht traut, weil er nun mal noch nie ein Auto gesehen hat. Und das ist so eine der Sachen, die für mich total viel Charme ausmachen bei Dragon Ball, weil man merkt der Sache kein Zeitalter an. Also es könnte echt
echt in den 80er Jahren spielen, wo es geschrieben wurde. Es könnte aber auch irgendwo komplett weit weg in der Zukunft spielen, weil die Bulma, die mit diesem Auto kommt, hat wiederum so Hoi-Poi, ich glaube, sie heißen Hoi-Poi-Kapseln dabei, die man auf den Boden schmeißt, da kommt der Motorrad raus, dann kommt ein Haus raus und. Und auf der anderen Seite hat man dann halt so einen Son Goku, der im Urwald lebt, mit Affen redet, die auch sprechen können oder mit riesigen Schildkröten oder mit irgendwelchen Drachen. Und das ist einfach eine wunderschöne Fabelwelt, in der das Ganze hier spielt. Nachdem er dann herausgefunden hat, dass die Bulma halt wie gesagt kein Monster ist und dass das Auto ein Auto ist und die Bulma ihm erklärt hat, was das ist und sie ihm ihre Dragon Balls zeigt, ist er erstmal ein bisschen verwundert. Und als er die beiden Dragon Balls von der Bulma sieht, fragt er sie erstmal, krass, du hast zwei Großvater, ich hab nur einen, und zeigt ihr dann ihren Dragon Ball. Nachdem sie ein bisschen hin und her redet und die Bulma versucht, den Son Goku seinen Dragon Ball abzuluxen, stellt sich heraus, dass der Son Goku seinen Dragon Ball auf gar keinen Fall abgeben möchte, ihn unbedingt behalten möchte, weil es halt sein Großvater ist. Und da sein Großvater ihm gesagt hat, dass man hübsches Mädchen sein soll, und das wiederum hat er der Bulma gesagt gehabt, sagt die Bulma dann zu ihm, alles klar, wenn du mir schon nicht dein Dragon Ball geben willst, dann komm mit mir mit und helf mir, die anderen Dragon Balls zu finden. Und das Ganze halt mit so viel Witz erzählt. Also ich musste so lachen innerhalb des ersten Kapitels schon, als dann halt Son Goku auf Bulma trifft und dann erstmal sieht, krass, du bist ein Mädchen und krass, du hast keinen Schwanz, weil er halt hinten keinen Schwanz hat und sie dann sagt, kein Mädchen hat Schwanz. Und darauf wird noch ein paar Mal eingegangen so. Und allgemein ist der Band recht versaut. Also ich war total verwundert. Da gibt es so einige Stellen, ich sag nur für die Leute, die es gelesen haben, die Stelle, wo er ihr Höschen auszieht, um ein Kopfkissen zu haben. Also wer es gelesen hat, weiß, was ich meine. Und davon gibt es einige Jokes. Also ich bin echt total verwundert, dass Dragon Ball, obwohl es auf den ersten Blick so niedlich und kindlich aussieht, dann doch so versaut ist, dass es kein Kind in die Hand drücken würde. Ich würde das Lesealter so ab 16 einstufen, sage ich mal, bei dem Ding. Und der erste Band kommt zwar auch mit ein paar Kämpfen daher, ist aber in erster Linie tatsächlich mehr so ein Comedy-Ding, sage ich mal. Dazu kommen noch einige andere schöne Begegnungen, wie zum Beispiel mit Begegnung mit dem Herr der Schildkröten, wodurch dann der gute Son Goku seine fliegende Wolke bekommt, wo ich nicht zu viel verraten möchte. Dann kommt noch ein Gestaltwandler dazu, der gar nicht so stark ist, wie man vielleicht denkt. Und der erste Erzfeind, sage ich mal, also ich vermute, dass das ein Erzfeind wird hier drin aufgebaut, so in den letzten zwei Kapiteln. Super starker Band, also wirklich. Und ich musste wirklich ein paar Mal richtig laut lachen. Komme ich mir immer so ein bisschen blöd bei vor, wenn man irgendwie liest, auf einmal lacht man laut und die Frau guckt dann an, was ist los und so. Son Goku hat einen Schwanz. Also echt super lustig. Toller Band, überraschend versaut. Die Zeichnungen haben auch echt wunderschönen Charme. Ich habe noch gar nicht so den Namen gedroppt. Der gute Akira Toriyama hat das ganze Ding gezeichnet und geschrieben, wie wahrscheinlich jeder von euch weiß. Aber man muss sowas wie die komplett halber natürlich mit dabei haben. Und echt wunderschöner Band. Vielleicht, also ich will nicht schon wieder sagen, der beste Manga, aber ich habe letzte Zeit echt viele Mangas gelesen, wo ich gesagt habe, einer der besten Mangas. Aber ich muss sagen, dieses ganze Manga-Game gefällt mir immer besser. Nachdem ich ein, zwei Griffe ins Klo hatte, habe ich jetzt nach und nach echt ein paar schöne Sachen gepickt. Und neben diesen ganzen Sachen aus dem Manga-Kult-Verlag, die ich ja total abfeier, muss ich sagen, ist für mich das nächste große Ding definitiv Dragon Ball. Wie gesagt, habe die nächsten beiden Bände schon hier liegen und bin mal gespannt, ab wann die Serie dann einen etwas ernsteren Ton anschlägt. Ich denke mal, das wird dann wahrscheinlich mit dem Dragon Ball Z-Zeitalter passieren oder ob sie bis zum Schluss vielleicht so lustig bleibt und ich durch die Serien, also die 3-4 Folgen, die ich gesehen habe, damals vielleicht ein komplett falsches Bild von Dragon Ball bekommen habe und Dragon Ball dann doch was ganz anderes ist, als ich gedacht habe. Sehr toller Band und ich bin echt schon gewillt, 10 von 10 Punkte hierfür zu geben, weil ich fand ihn lustig, ich fand ihn spannend, ich fand ihn schön erzählt, gut gezeichnet und ich sag's gerne nochmal, echt extremst lustig, echt selten so gelacht oder noch nie so gelacht bei einem Manga wie bei diesem Manga. 10 von 10 Punkten, das war's meinerseits. Bitte ballert mir mal unbedingt in die Kommentare rein, ob ihr, also eigentlich kann ich mir diese Sache sparen, weil jedes Mal, wenn man Dragon Ball erwähnt, kriegt man direkt die ganzen Fanherzen mit und alle ballern in die Kommentare rein, wie sehr sie Dragon Ball lieben. Deswegen frage ich gar nicht, sage ich euch gar nicht, dass, wenn ihr es liebt, in die Kommentare reinballern sollt, sondern einfach, ballert einfach in die Kommentare rein, wie sehr ihr Dragon Ball liebt, weil irgendwie kriege ich immer wieder mit, dass Dragon Ball echt krass viel Fanliebe bekommt. Noch eine andere Sache, und das ist eine Frage an die Dragon Ball Experten an euch. Ich habe jetzt schon ein paar Mal mitbekommen in den Kommentaren unter Last letztes Video, dass dieses Dragon Ball Super quasi zwischen den
vorletzten und letzten Band bei Dragon Ball spielt. Und das ist meine Überlegung, dass wenn ich dann irgendwann mal bei Band 41 angelangt bin, ob ich dann 42 erstmal auf Seite lege, komplett Dragon Ball Super durchlesen und danach erst Band 42 lesen sollte. Ballert mal in die Kommentare, wenn das die richtige Reihenfolge wäre oder ob ihr sagt, lese erst besser mal Band 42 und danach erst Dragon Ball Super. Also Dragon Ball Experten, bitte unbedingt da euer Feedback in die Kommentare rein. Und ansonsten sei gesagt, lasst einen Daumen nach oben und ein Abo da. Und falls ihr diesen Beitrag hier im Fernsehen auf NR Vision gesehen habt und nicht auf YouTube, sei gesagt, wir haben auch einen YouTube-Kanal, der da heißt Team Comics Fan 86. Würde mich sehr freuen, wenn ihr auch dort mal vorbeischaut. Und ansonsten sei gesagt, wir sehen uns beim nächsten Mal, Jungs und Mädels. Haut da rein! Thank you.